Schon gut, ich habe den Handel abgeschlossen und ich bin eine ehrliche Frau. Lasst uns gehen. Ein Händler hält sich immer an die Sachen, die er, ne? Sonst hast du keine Ehre in dir. Und das finde ich nicht sehr nett. Sei mal tugendhaft. Mein Charisma ist sowas von im Arsch. Im Arsch. Wie ist es da reingekommen? Egal, Gnamok. Das ist irgendwo da oben. Tschüss, Netzspule. Gut, dass ich dir nicht über den Weg laufen muss. Ach, hier ist nichts mehr. Außer Crashkraut. Crashkraut! Wie war das noch mit Netzspulen nicht über den Weg laufen? Hallo, Ausgeburt der Hölle. Ich hasse dich. Warte mal, ihr steht hier. Gua? Weiter. Bist du nicht einer der Ausbilder der Kling? Oder? Ja, ich kann euch ausbilden. Woran denn? Axt, Langwaffe, stumpfe Waffe. Bin ich in Langwaffe? 42, die Antwort auf alle Fragen. Was hast du eigentlich in deinem schönen Haus? Eine hässliche Frau. Ja, toll. Ich frage erst gar nicht. Über die Berge. Bleib da, wo du bist, Netzbulle, ja? Chicken ist zufrieden, du wirst zufrieden sein und. Bist du gut oder was? Nein, du bist nicht gut. Ich bin gut. Wie man's nimmt. Schlammkrabbe. Und dahin ist auch schon Klippenläufer. Klippenläufer, Klippenläufer. Schon unser dritter. Da lang. Wir werden uns sowieso sowas von verlaufen. Komm her, Klippenläufer! Das ist das falsche Komm her, aber auch egal. Wenn du von mir weggehst, gehe ich eben von dir auch weg. Nur so ein Gua. Wird es bestimmt nicht lieb. Es gibt auch wilde Guas, die einen angreifen. Aber Guas sind zu süß und. Da! Nutz doch mal die Kraft der 7 Meilenstiefel, du Idiot! Da, du bist dumm. Ich kann dich auf der Stelle töten, aber du bist ein paar Zillionen Level höher als ich. Wenigstens kommst du jetzt endlich mit. Muss ich dich vielleicht noch an der Hand nehmen, damit du den Weg nach Gnamok findest? Hallo Gua, zum zweiten Mal. Und da vorne ist auch so ein süßer Skript. Klippenläufer. Klippenläufer. Komm her. Ausdauer. Ausdauer und Klippenläufer. Mistvieh.
Beachte mich! Ich bin hier! Beachte mich! Ah, jetzt kommt er, jetzt kommt er, jetzt kommt er. Bin ich gut oder was? Nein, bist du nicht. 43. Und sei des Todes. Du hast nicht mal eine Feder dabei. Was bist du denn für ein Geizhals? Warte auf, keine Ahnung. Nee, wir machen es mal anders. Weil ich habe ja 60 Pfeile. Ihr seid schon bald tot. Klippenläufer. Yay! Getroffen und des Todes. Du bist auch noch erkrankt. Was bist du denn für ein Noob? Gib mir alle Pfeile. Warum ziehst du denn hier im Auto? So, noch ein Klippenläufer, der mit mir Klippen belaufen will. Bevor wir jetzt hier Gnamok. Ja, einfach Gnamok. So. Nun, die ist nah genug. Danke für eure Hilfe. Ich denke, es ist nur fair, dass ich euch eure Belohnung gebe. Hier nehmt sie, obwohl es mich schmerzt, sie herzugeben. Seid ihr nun der Besitzer der 7-Meilen-Stiefel? Ja. Darauf habe ich mein ganzes Leben lang gewartet. Na, Mock. Du bist 7-Meilen-Stiefel. Endlich. Jetzt geht's auch mal ein bisschen schneller voran. Den Chicken gespeichert hat. Ich muss mir dringend angewöhnen, öfter zu speichern. Aber sowas von. So, 7-Meilen-Stiefel. Blindheit 100% auf sich selbst und Festing-Schnelligkeit 200! Sieht dann ungefähr so aus. Wir sind sowas von abgelost, aber dafür haben wir eine unglaubliche Schnelligkeit von 275. Und damit sind wir schneller als jeder Klippenläufer. Weil die haben nur eine Schnelligkeit von 255. Ha. Nein, ich glaube nicht. Doch, steht so im TSCS. Glaub mir doch. Ja. Nur das Problem ist die Blindheit dann, unter der wir leiden. Aber dafür gibt es ja einen einfachen Trick, die Blindheit zu umgehen. Aber jetzt, wo ich dich gerade hier so sehe... Du hast ja als Reiseziel... Laoda. Soll ich das jetzt schon machen? Ich lasse mal wieder meinen guten alten Freund die Münze entscheiden. Irgendwann wird das noch zu einem Running Gag, das sage ich euch. Naja, aber bei meinem Glück... Bei meinem Glück... Bei meinem Glück... Kann das ja nur gut gehen. Also Zahl... Ich gebe dir Geld und lass mich nach Laoda fahren. Kopf, ich kehre zurück nach Balmora. Ohne Dings und Wenn und Aber und Kopf. Scheiße, egal. Tja, Laoda muss warten. Ich werde jetzt auch nicht sagen, was ich da machen wollte. Das
werden wir dann ein anderes Mal erfahren und sehen und... Rückkehr. Nicht warten. Wenigstens du funktionierst am Anhiebsweise. Blub. Blub ist eine gute Anspielung auf das, was ich vorhatte. Also wenn ihr Blub versteht, wisst ihr, was ich vorhatte. Aber jetzt erstmal. Ach ja, Cyas Skummerpfeife. Das heißt, wir geben Cyr ihre Pfeife oder seine Pfeife. Wir wissen ja nicht, welches Geschlecht dieses Skoma-süchtige Kätzchen hat, weil nur Kätzchen Skoma-süchtig sind. Ja, das bisschen war jetzt notwendig an Lebensenergie. So, Cyr. Aber hier steht Leute. Kann ich auch oben rein? Oh, hoffen wir einfach mal auf das Beste. Speichern vorher. Save early, save often. Und Schwein mit uns. Ey, cool, das hat funktioniert. Und ich tanze ab im Lade. Bildschirm. Hallo, Kätzchen. Süß. Soll ich dich grüßen oder fressen? Wie wär's, wenn ich dir deine Skoma-Pfeife gebe und dir auch die Nachricht von Dings? Oder magst du mich nicht? Was meint ihr damit, ihr sucht nach mir? Ich kenne euch nicht, oder? Ihr sagt, ihr habt eine Notiz von Ernil? Ihr habt eine Nachricht von Ernil für Cyr? Das ist seltsam. Cyr hatte ihn eigentlich schon längst hier erwartet. Er ist tot? Oh nein! Ernil war ein guter Mann und hat mich immer anständig behandelt. Ihr habt wohl nicht irgendwas gefunden, das er Cyr vielleicht bringen wollte, oder? Doch, so eine Skummerpfeife. Und ca. 10 Stück kann ich direkt an unseren lieben kleinen Ravier-Händler hier verkaufen. Ist er so? Ach, egal. Ach, die. Nun, die war eigentlich für einen Freund, aber macht nichts. Danke, dass ihr es zurückgebracht habt. Cyr kann sich nicht vorstellen, dass es euch kümmert, wem es gehört. Nehmt einfach dies. Es war eigentlich für ihn nie gedacht als Gegenleistung für Cyrs Sachen. Tschüss, Kätzchen. So, dann haben wir mal ein kleines Kätzchen glücklich gemacht. Wir gehen noch direkt zu Ravier und werden ihn glücklich machen mit dem Zucker. Süßer, süßer Mond, Zucker. Katzen schnurren so. Also war das gerechtfertigt, dass ich schnurre. Und sein Schnurren ist auch, oder was auch immer was für ein Geräusch war, ist auch gerechtfertigt. Schließlich ist er ein Schlägschreiter und dazu berechtigt, dieses Geräusch zu machen. Außerdem ist es süß. Abia! Mein gutes Kätzchen. Ich bin sowas von im Arsch. Ja, bete für mich. Khajiit hat dir nichts zu sagen. Nur weil mein Dings Charisma so angegriffen wurde. Hast du mir nichts zu sagen? 13, super. Ich glaube, ich gehe erstmal zum Dings-Tempel und lass mir meine Attribute heilen. Überlegt für diesen kurzen Lauf, weil ich nie meine die Pflanze ziehen, aber da, ich habe wieder Angst, dass ich gegen irgendwelche Wände renne.
Also lasse ich's.